Herzlich willkommen und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Dr. Elena Scherschnewer und ich bringe Geldwäsche für Sie auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geldwäsche auf den Punkt gebracht. Heute möchte ich mich mit Ihnen einem besonders aktuellen Thema widmen, und zwar hat Covid-19, auch als Corona bekannt, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in der Finanzbranche Spuren hinterlassen. Dieses Video widmet sich dem Thema Geldwäsche in Corona-Zeiten und greift insbesondere drei Aspekte auf, die Sie als Meldepflichtiger, besonders als Bank, berücksichtigen sollten. Auch wenn der Schutz Ihrer Kunden kein direktes Geldwäschethema ist, so können Sie auf diesem Weg vielleicht doch Ihren Kunden vor Schaden bewahren. Im Konkreten sind es drei Phänomene, über die ich mit Ihnen sprechen möchte. Zum einen sind es Betrugsformen durch oder mit Corona. Zum zweiten die Ausnutzung von Homeoffice und zum dritten Geschäftsanbahnung im Fernverkehr, die derzeit wahrscheinlich besonders häufig zur Anwendung gelangt. Betrüger nutzen derzeit den Ausnahmezustand, der in der globalen Bevölkerung herrscht, und vor allem auch die weltweit überwiegende Angst vor Ansteckung aus. Dabei ist folgende Masche am häufigsten verbreitet. Diese ist zwar so alt wie die Menschheit, aber trotzdem immer wieder sehr beliebt und effektiv. Der Betrüger gibt dabei vor, ein Mangelprodukt zu besitzen und zu verkaufen. Derzeit handelt es sich dabei insbesondere um Schutzmasken, Desinfektionsmittel und um Beatmungsgeräte. Nachdem also zahlreiche Kunden diese angebotene Ware bestellt und auch gekauft haben und das Geld überweisen, verschwindet der Onlineshop bzw. der Verkäufer vom Markt und kann nur mehr ganz, ganz schwer gefunden werden. Zur Verschleierung des Geldes werden dabei Finanzagenten eingesetzt und die Vermögenswerte somit sehr rasch in Sicherheit gebracht. Natürlich stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie man sich vor allem als Verbraucher bei diesen Betrugsformen schützen kann. Und das Um und Auf ist es zu überprüfen, ob es sich bei dem Anbieter um einen vertrauenswürdigen Anbieter handelt. Das können Sie mit 5 einfachen Schritten tun. Erstens, prüfen Sie das Impressum. Betrügerische Seiten haben oft entweder gar kein Impressum oder das Impressum ist unvollständig und mangelhaft ausgestaltet. Zweitens, schauen Sie nach, ob es allgemeine Geschäftsbedingungen auf der Seite gibt und ob diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zumindest annähernd dem Stand der Technik entsprechen. Auf betrügerischen Seiten gibt es ganz oft überhaupt keine allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Inhalt ist falsch oder schlichtweg unsinnig. Drittens, prüfen Sie, ob die Seite ein Gütesiegel hat. Ich blende Ihnen hier einmal kurz ein Bild ein, wo Sie verschiedene Gütesiegel sehen, die auf dem Markt üblich sind. Sollte die Seite über kein Gütesiegel verfügen, lassen Sie lieber die Finger davon. Und auch wenn Sie ein Gütesiegel auf der Seite finden, würde ich Ihnen dennoch empfehlen, dass Sie einmal kurz in Google hineinschauen und sehen, ob es negative Testberichte oder Erfahrungen mit dem Anbieter, mit dem Online-Shop gibt. Der fünfte und letzte Tipp ist das Achten auf eine sichere Verbindung. Ob eine Seite SSL verschlüsselt ist, sehen Sie, das blende ich Ihnen auch noch kurz ein, oben in Ihrer Browserleiste. In der Regel ist eine geltende Verschlüsselung mit einem kleinen Schloss ausgewiesen. Und so wissen Sie zumindest, dass Ihre Daten nicht gestohlen werden können. In der Compliance gelten die gleichen Regeln wie auch sonst bei Internetbetrug. Als Erstmaßnahme sollten Sie immer vor allem den Empfänger und den Verwendungszweck prüfen und plausibilisieren. So können Sie ausschließen, dass bestehende Kunden als Finanzagenten missbraucht werden oder dass Ihr Kunde als Opfer auf so einen Betrug hineinfällt. Zumindest können Sie das dann frühzeitig erkennen und auch eine entsprechende Verdachtsmeldung erstatten.
Das zweite Thema, das ich in diesem Zusammenhang ansehen möchte, ist die Ausnutzung von Homeoffice. Viele von Ihnen arbeiten, so wie auch ich derzeit, von zu Hause aus. Dabei entsprechen die Sicherheitsbestimmungen zu Hause häufig nicht den geltenden Sicherheitsbestimmungen Ihres Arbeitgebers. Es könnte sein, dass Sie vielleicht ein unsicheres Netzwerk haben, dass Sie möglicherweise auf den privaten Computer ausweichen, weil Sie von der Geschwindigkeit des dienstlich zur Verfügung gestellten Computers vielleicht genervt sind oder weil Verschlüsselungen ein direktes Senden von E-Mails nicht zulassen und Sie dann vielleicht auf die Idee kommen, auch Nachrichten oder Dateien unter Zuhilfenahme Ihres privaten Computers zu versenden. Und dieser Umstand kann von Kriminellen ausgenutzt werden, um an sensible Dokumente und Unternehmensdaten zu gelangen. Damit sind zwei Straftaten möglich. Erstens Betrug, auch in größerem Ausmaß. Sie kennen diese Betrugsformen vielleicht unter dem Begriff Business Email Compromise. Und beim Business Email Compromise geben sich Kriminelle mit perfekt gefälschten E-Mail-Adressen und unter Verwendung von Unternehmensunterlagen oder von vermeintlichen Unternehmensunterlagen als Entscheidungsträger des Unternehmens aus und veranlassen Überweisungen an Mitglieder von kriminellen Organisationen. Aber auch Datendiebstahl mit anschließender Erpressung und anderen Internetdelikten stehen derzeit Tür und Tor offen, wenn sie die Sicherheitsbestimmungen nicht einhalten. Um sich vor derartigen Kriminalitätsformen zu schützen, sollten Sie gerade jetzt auf die Verwendung sicherer Netzwerke achten und auf keinen Fall unsichere Netzwerke verwenden. Sie sollten auch keine Daten über private E-Mail-Adressen versenden und so weit wie möglich auf bereitgestellte Hardware des Dienstgebers zurückgreifen. Das ist übrigens auch in einem allfälligen Haftungsfall ein Riesenargument, das Sie da wirklich retten kann. In der Compliance erkennen Sie derartige Betrugsformen an ungewöhnlichen Kontobewegungen. Das heißt, auch hier ist Monitoring und Plausibilisierung das Um und Auf. Achten Sie besonders auf Abweichungen in der Höhe der Transaktionen oder in der näheren Ausgestaltung der Transaktionen. Der dritte und letzte Punkt, den ich mit Ihnen behandeln möchte, ist die Geschäftsanbahnung im Fernverkehr. Und zwar sind derzeit sehr viele Verpflichtete darauf angewiesen, die Geschäftsanbahnung oder die Begründung von Geschäftsbeziehungen im Fernverkehr durchzuführen. Und dabei sollten Sie insbesondere dann, wenn diese Art von Geschäften normalerweise nicht zu Ihrem Standardvorgehen gehört, einige besondere Sicherheitsvorkehrungen treffen oder einfach die folgenden Punkte beachten. Zum einen sollten Sie, soweit es geht, auf anerkannte Videoidentifikationsverfahren zurückgreifen. Das sind Verfahren, die entweder von professionellen Dienstleistern angeboten werden oder von Softwarelösungen, die eben auf Videoidentifizierung im Fernverfahren spezialisiert sind. Auf keinen Fall sollten Sie Ausweiskopien ohne einen weiterführenden Nachweis akzeptieren. Also wenn Ihr Kunde oder Ihre Kundin Ihnen einfach eine Ausweiskopie zukommen lassen möchte, dann kann er das gerne tun oder Sie, aber bitte beachten Sie, dass Sie einen weiterführenden Nachweis brauchen. Dieser weiterführende Nachweis kann entweder eine Bestätigung der Meldeadresse sein oder vielleicht eine Referenztransaktion über ein im EU-Raum angelegtes Konto. Ganz generell gilt, dass Sie gerade im Fernverkehr und gerade zur heutigen Zeit Transaktionen jenseits der EU besonders genau hinterfragen sollten und dann wirklich mit einer erhöhten Aufmerksamkeit auch hinsehen sollten. Und natürlich bedingen gerade Geschäftsanbahnungen, die im Fernverkehr erfolgt sind, ein besonders aufmerksames Monitoring in der ersten Zeit der Geschäftsbeziehung, bis Sie von den Handlungen des Kunden überzeugt sind, also bis Sie überzeugt davon sind, dass die Angaben auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Wenn Sie diese drei Tipps berücksichtigen, sind Sie in der Compliance auf jeden Fall besser für die außergewöhnlichen Umstände gewappnet, die einfach derzeit vorherrschen. Wenn Sie konkrete Fragen zu ganz konkreten Fällen haben, bin ich gerne persönlich für Sie da. Ich blende Ihnen nun meine E-Mail-Adresse ein. Ja, genau, da ist sie auch schon, office@scherschnewer.at, und Sie können mich unter dieser E-Mail-Adresse jederzeit erreichen.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über Likes, Kommentare und selbstverständlich auch über eine Weiterempfehlung in Ihrem Kollegenkreis. Und besonders freue ich mich auf ein virtuelles Wiedersehen mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank!